Willkommen bei Kfz-Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, das Jahr ist rum, 2019 ist rum, 2020 hat begonnen. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch gehabt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Der Rest kommt von alleine. So, ja. Letztes Jahr hat man zwei Projekte gehabt. Wir hatten einmal den Audi gehabt und einmal den Lupo gehabt. Audi ist fertig, ist nur bei Donkitech, kommt aber noch. Dann haben wir den Lupo. Der Lupo ist ja fertig, soweit. Aber da ändert sich ja immer wieder was. So, und dieses Jahr wollen wir drei Projekte machen. Ja, drei Projekte, was ich jetzt nacheinander euch vorstellen werde. Aber wir fangen mit dem Scheunenfund an. Und der Scheunenfund ist, ja, ich zeige euch gleich, was da reinkommt. Sage ich euch auch. Viel Spaß mit dem Video, euer Kfz-Tutzi. Es ist ein Golf 4 Cabrio und ehrlich gesagt, Golf 4 Cabrio gibt es nicht. Es ist eigentlich ein Golf 3 Facelift Modell, was nur vorne und hinten geändert wurde und ein bisschen an LEDs hin und sonst ist das eigentlich ein Golf 3 Cabrio, aber geht als Golf 4 rüber. Keine Ahnung, was sich VW dabei gedacht hat, ist auf jeden Fall ein 1.8 und ja, der braucht auf jeden Fall jede Menge Boost. Also der läuft auch. Ja, ihr seht das noch hier, alles schön noch, schön mit Spinnennetz überall noch. Der 1.8 ist stabiler Motor, klar, 75 PS ist jetzt nicht die Welt, darum wollen wir den auch ein bisschen auf Boost bringen. 1.8T bekommt der, wird eigentlich das gleiche bekommen, was der Lupo auch hat. Das heißt, wir werden so um die 400 PS gehen, aber bei denen geht alles um Eintragung, ne? Also wir werden das Ding auch eintragen später. Sonst finde ich den Wagen eigentlich sehr, sehr schön. Der hat eine sehr schöne Farbe, sehr schöne Innenausstattung hat das Ding. Das muss ich euch auch mal zeigen. Ihr müsst euch vorstellen, der hat einmal ja, beige Ausstattung, Ledersitze mit Sitzheizung, elektrische Fenster, elektrischen Dach. Apropos Dach, bei dem Dach haben wir Folgendes. Da kriegen wir, also was heißt, da brauchen wir auf jeden Fall einen neuen Dach. Und ich habe auch schon ein Spenderfahrzeug, für den habe ich auch schon. Das heißt, ich habe einen Golf 3 Cabrio, da ist der Dach komplett neu. Ne? Und ich habe ja, beide habe ich sehr, sehr günstig bekommen. Beide waren Scheunenfunde und ihr müsst euch vorstellen, die standen Jahre in der Garage. Und ich finde den sehr, sehr schön, ich finde die Farbe sehr, sehr schön. Und was das Geile bei den Wagen ist, die haben schon schön Tieferlegung. Das gefällt mir. Ne? Und ja, hat eine sehr, sehr schöne Ausstattung. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne mich jetzt nicht aus, aber ich glaube, das ist schon die Highline-Ausstattung, glaube ich, bei denen. Weil Klimaanlage, elektrische Fenster, die hinteren sind auch elektrisch, Sitzheizung. Was will man mehr von einem Golf 3? Ja, aber jetzt möchte ich dir einmal fahren. Und einmal 0 auf 100 Messungen machen. Mal schauen, wie lange der braucht und was wir später dann brauchen. Du musst hier aufpassen, wenn du Heizung anmachst, ey, wirst du hier vergiftet. Ne? Hm. Ja. Also ich muss aber sagen, der lässt sich sehr, sehr gut fahren. Man merkt natürlich, Stoßdämpfer sind ein bisschen schwammig hier. Und ja, sonst Lenkung. Also der hat ja auch TÜV bekommen. Ne? Also ich habe den ja, ich muss ja auch dazu sagen, ich habe den ja schon ein halbes Jahr. Also über ein halbes Jahr. Und ja, wollte euch eigentlich schon letztes Jahr das gezeigt haben, aber haben wir uns gesagt, okay, warten wir bis Neujahr und Neujahr stellen wir euch schon mal dieses Projekt vor und die anderen, die folgen natürlich nacheinander. So, aber das waren gerade 40, 50, 60, 70, 80,
glaube, mit dem Lupen hätte ich schon 200. Glaube ich. Also ja, ist ein 75 PS, ne? Also man soll jetzt nicht viel erwarten. Aber was ich gut finde, also wir mussten den hier komplett sauber machen. Ne? Also damals hier, mein Azubi hat den hier so komplett sauber gemacht und der hat, glaube ich, einen Tag dafür gebraucht, weil das Ding war von innen komplett verschimmelt. Nicht verschimmelt, wie nennt man das? Nässe halt. Ja, ein bisschen Nässe hat der gehabt, ein bisschen Feuchtigkeit, ein bisschen Schimmel gehabt, aber war jetzt nicht so extrem Leicht. Oder so. Und da haben wir echt nur sauber gemacht. Den ganzen Tag hat er dafür gebraucht, der Arme. Aber hat er gut gemacht. So, ist ein normaler Golf 4. Ich brauche echt da nicht viel. Also Golf 3 lässt sich aber wie ein Golf 4 fahren. Ja. Und ich wollte schon immer einen Golf Cabrio haben. Also ich bin ein Cabrio-Mensch. Also wer mich kennt, also persönlich kennt, der weiß, dass ich immer Cabrios liebe. Ich weiß nicht warum. Ich liebe einfach Cabrios. Jetzt wird ihr bestimmt denken, ja, der fährt bestimmt nur mit einem offenen Dach. Nein, ich fahre nicht mit offenem Dach. Ich liebe einfach die Form von einem Cabrio. Weißt du ja. Rede nicht. Rede nicht. Nein. So, und ganz hier, das hier musst du einmal aufnehmen. Was denn? Hier diese ganzen Sachen, wie neu das noch aussieht, ne? Und das Original, ne? Das ist nicht lackiert oder so. Da war noch Qualität. Also der sieht von innen sehr, sehr schön aus. Nix. Für sein Alter? Nee, nix irgendwie abgenutzt oder so. Der hat ja 200.000 jetzt weg. Und der ist nix abgenutzt. Der Motor läuft perfekt. Natürlich haben wir ein paar Probleme mit dem Dach und so. Da ist eine Leitung undicht, aber das werde ich alles machen. Aber ich bin beeindruckt von dem Auto. Der lässt sich super geil fahren. Also man könnte, also der hat ja TÜV. Ich könnte den eigentlich so verkaufen, fertig machen, so verkaufen. Und er hätte meinen Gewinn sogar. Aber wollte ich ja nicht. Das sollte ja echt ein Projekt dienen, weil ich ja immer wieder Projekte machen möchte. Aber jetzt haben wir lange geredet. Jetzt machen wir einmal die Messuhr auf und versuchen 0 auf 100 zu messen. Wir sind jetzt auf der Landstraße. Und ja, jetzt probieren wir das mal. So, kannst du einmal hier hinfilmen, bitte? Machen wir das Ganze mal auf. Und wollen mal schauen. Boah, jetzt habe ich die Uhr wieder zurück und ich weiß gar nicht mehr, wie das geht hier. Also jetzt müssen wir einmal ganz kurz warten. Na, kannst du gut sehen? Mhm. Ja. Muss ja erstmal GPS kommen. Und ganz ehrlich, ich freue mich tierisch auf dieses Projekt. Nee, lass einfach, ich schneide das hier so aus. Jetzt ist er da, glaube ich, ne? Jetzt ist er da. Jetzt machen wir einmal Start. So jetzt schauen wir mal, wie lange der braucht. Und das ist immer individuell, ne? Also wenn jetzt einer sagt, ey, warum braucht der so lange? Das kann doch nicht sein. Das ist egal. Es ist individuell. So, fangen wir an. Das ist das Projekt für 2020, unser Sommerprojekt, das wird ein Golf 3 Cabrio bzw. Golf 4 Cabrio. Wir wollen um die 300, 400 PS haben, mehr brauchen wir auch nicht. Es soll jetzt kein Viertelmeile-Monster werden oder so, es reicht. 75 PS, was er jetzt hat, diese 1,8, das ist ein Witz. Ich habe dir gesehen, wie er beschleunigt hat. Und da wollen wir ein 1,8T einbauen. Ihr wisst, ich liebe 1,8T und ich bleibe mein 1,8T treu. Wie der liebe Ruven, von hier schöne Grüße, der immer bei VR6 Turbo bleibt. Aber Ruven, hier, falls du das Video schaust, du schaust ja dieses Video, Bruder, dich kriege ich auch noch dazu, dass du irgendwann ein 1,8T umbaut machst. Glaub mir.
Weil das wirst du auch bei mir kriegen, dass ich irgendwann ein VR6 Turbo mache, aber du musst dann auch ein 1.8T Umbau machen. Würde ich feiern und viele andere auch. So, das nebenbei. So, dieses Projekt wird natürlich einiges kosten und ihr wisst, ich habe keinen hinter mir, ich bin selbstständig, zurzeit sogar auch alleine und ich habe auch drei Projekte vor dieses Jahr, was natürlich jede Menge Geld, von Zeit brauchen wir gar nicht reden, jede Menge Geld verschlucken wird. Das heißt, wenn da draußen ein Sponsor das sieht und sagt, ey, dem würde ich gerne sponsoren, dem würde ich gerne helfen. Gottes Willen, ich möchte keine Spenden haben. Das möchte ich nicht. Nein, aber ich, wenn der eine oder andere Sponsor sagt, ey, ich sponsor dir das hier, ich sponsore dies hier, dann würde ich nicht abgeneigt sein. Würde ich auf jeden Fall sehr, sehr feiern. So, ich hoffe, ihr seid alle gut ins Jahr reingekommen. Bleibt auf jeden Fall gesund. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, ein Like, ein Daumen. Wer nicht abonniert hat, kann das Ganze einmal abonnieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Kfz-Fuzzi. Bis dann, haut rein. Aber ich habe die Reifen durchgedreht. Ja, hast du geschafft. Und das Geile ist, geht bergunter, ne? Auch. Ja, also... Das wird. 1.8, also es ist ein 1.8, aber jetzt kommt ein 1.8T rein. Ich freue mich schon.